Im Landtag von Nordrhein-Westfalen ist Urlaub, aber trotzdem haben wir ihn erreicht. Markus Wagner. Markus Wagner ist Mitglied des Landtags in Nordrhein-Westfalen, Fraktion der AfD. Er ist innenpolitischer Sprecher seiner Landtagsfraktion. Herr Wagner, ich heiße Sie willkommen bei Hallo Meinung. Hallo Herr Weber, schön da zu sein. Zuschauer begrüße ich hier auch ganz herzlich. Wir sehen uns ja nicht zum ersten Mal. So ist es. Herr Wagner, lassen Sie mich mit einem süffinanten Spruch anfangen. Nicht verzagen. Nur bekifft kannst du Lauterbach ertragen. Drogen, Legalisierung, der Erwerb ist legalisiert worden. Jetzt haben Sie an den Landtag, und zwar aus begründetem Anlass, in Niederlande tobt ein Bandenkrieg der Marokkaner-Mafia. Wir kommen darauf noch jetzt zu sprechen. Sie haben einen Antrag gestellt auf eine Sondersitzung des Innenausschusses. Dieser Antrag begründete sich warum? Nun, es hat in den letzten Tagen vermehrt Sprengstoffanschläge gegeben in Nordrhein-Westfalen. Und es steht die konkrete Vermutung im Raum, dass es sich dabei um einen Krieg zwischen der marokkanischen oder holländischen Drogenmafia, aber von Marokkanern eben geführt und Clans in Deutschland handelt. Und wir haben jetzt eine Situation, wo diese Mokromafia, so heißt sie, so nennt man sie auch in Holland, nach Deutschland rüberschwappt und sich hier ein veritabler Drogenkrieg auf der Straße entwickelt. Und das Entscheidende dabei ist ja, diese Mokromafia geht ohne Rücksicht auf Verluste vor. Das heißt, ob da Unbeteiligte zu Schaden kommen oder nicht, ist denen völlig egal. Und dazu wollten wir eine Sondersitzung des Innenausschusses. Zumal es ja so ist, wenn man Apollo News glauben darf, dass selbst Japan mittlerweile eine Reisewarnung für Nordrhein-Westfalen ausgesprochen hat, aufgrund dieser Situation. Wir haben das beantragt, das wurde abgelehnt, weil wir nicht die 25% zusammenbekommen haben, die es bedürft hätte, um diese Sondersitzung durchzusetzen. Das heißt aber auch, dass die anderen Parteien daran offensichtlich kein großes Interesse haben. Nun sind die 25% sind eine Formalie. Eine Formalie, dass Sie die 25% nicht erreicht haben, weil Sie keine 25% Anteile haben im Landtag. Aber wäre es nicht im Interesse aller Parteien dort gewesen, um zu sagen, Moment, es sind 70 Auftragsmorde, die anscheinend auf das Konto dieser Mafia, dieser Makromafia gehen. Sprengstoffanschläge, Entführung, mit Todesbedrohung. Wäre es da nicht im Interesse aller Fraktionen gewesen, zu sagen, Moment, diese Sondersitzung müssen wir einberufen, denn das bevölkerungsreichste Land in der Bundesrepublik, die Menschen müssen doch geschützt werden. Selbstverständlich hätte es eigentlich im Interesse aller sein müssen, zumal die nächste Innenausschusssitzung erst im September stattfinden wird. Und ich finde, so lange können wir nicht warten. Wir müssen jetzt wissen, was konkret los ist. Und wir müssen jetzt wissen, was der Innenminister vorhat, um diesem Problem Herr zu werden. Da können wir nicht 2 Monate warten, bis dann die nächste reguläre Sitzung stattfindet. Ich muss ehrlich sagen, ich kann das nicht verstehen, dass die anderen Parteien keinerlei Interesse daran haben, dieses Thema zu bearbeiten. Herr Wagner, wenn wir jetzt, ich hatte anfangs den süffisanten Satz über Herrn Lauterbach gebracht, wenn wir sehen, die Beschaffung wird ja über legale Läden möglich. Bloß der Bezug der Ware, nämlich Cannabis und andere Mittel, die vermeintlich dort hier und da zu beschaffen sind, kann es sein, dass die Kanäle von dieser Mafia dann genutzt werden, dass er sagt, die Lieferquoten kommen von uns? Naja, in Holland ist es ja so. In Holland gibt es ja diese sogenannten Coffeeshops, wo sie Cannabis legal erwerben können. Diese Coffeeshops werden aber offensichtlich überwiegend von der Mokromafia beliefert. Das bedeutet, dass die Legalisierung und der freie Verkauf in Holland dazu geführt hat, dass diese Drogenmafia ins Geschäft gekommen ist. Und das wird meines Erachtens auch in Deutschland so sein. Nun, Also das, was Lauterbach hier gemacht hat, wird meines Erachtens nicht den illegalen Handel eindämmen, sondern ihn beschleunigen. gut, es gibt einmal die Situation des Handels, aber einmal auch die Bedenken von Menschen, die sich mit Suchtkrankheiten beschäftigen und dass Cannabis doch eine Einstiegsdroge ist. Aber das ist ein Thema, das wird die Zeit sicherlich deutlich aufzeigen. Herr Wagner, wir haben die politische Seite betrachtet. Wie sieht es die Polizei?
Den letzten Satz habe ich nicht verstanden. Wir haben die politische Seite jetzt betrachtet im Landtag, aber wie sieht es die Polizei? Hat die Polizei ein ähnliches Denken wie Sie, dass sie davor warnt und sagt, hier kommt ein Gewaltmonopol auf, dem wir nach jetziger Erkenntnislage nur schwer Herr werden? Ja, alle Verlautbarungen, die man von Seiten der Polizei gehört hat, deuten genau darauf hin, dass wir vor einem Problem stehen, das selbst die Polizei kaum noch in den Griff bekommen kann. Das ist, Sie müssen sich ja mal Folgendes vorstellen. Diese Mokromafia, für alle, die es noch nicht wissen, die haben auch schon das holländische Königshaus bedroht. Ja, die schrecken vor nichts zurück, die ermorden Journalisten, die ermorden Rechtsanwälte, etc. pp. Die gehen vollkommen skrupellos vor. Das ist eine völlig neue Dimension der Gewalt, die wir hier vor Augen haben. Und die Polizei warnt natürlich davor, zu Recht, dass wir in eine Situation kommen, die nicht mehr beherrschbar ist. Das blaue Wunder scheint furchterregend zu sein, denn wie ist es sonst zu erklären, dass alle Berichterstattung und Politiker, Medienvertreter, auch aus dem Showbusiness sagen, um Gottes Willen die AfD und das sind die Schlimmsten. Ob das wirklich so ist? Deshalb sprechen wir mit vielen Politikerinnen und Politikern aus dem Landtag und aus dem Bundestag. Da könnt ihr euch ein Bild machen. Und es ist wirklich so, hier scheint die große Angst vorzuherrschen, dass man sagt, das sind ja Leute, die könnten uns ja gefährlich werden. Einmal von ihrer Geisteshaltung her gesehen, im positiven Sinne, was sie an Reputation haben, Lebenserfahrung und an Wissen, was sich angeeignet haben. Und zum anderen natürlich auch, in welche Richtung sie dieses Land verändern wollen. Nämlich in eine Richtung, dass wir gut und gerne in diesem Land leben. Danke, sagt der Peter Weber und das Team für die Unterstützung. Wagner, lassen Sie mich einen Schwenk machen, auch was Korruption und Bestechung angeht im Amt. Das Thema Korruption und Bestechung, Vergabe von Aufenthaltstitel Chinesen. Ich habe vor, am 11.7. ist es pressemäßig veröffentlicht worden, dann nicht mehr. Der Dürener Landrat Wolfgang Spelthan hat also Durchsuchungen gehabt seines Privathaus, der Geschäfts- und der Büroräume. Hier ist einmal darüber berichtet worden, das Wort, welcher Partei er angehört, merkwürdigerweise auf der Titelseite nicht. Das haben wir uns erlaubt hinzuschreiben. CDU. Jetzt, Sie wissen, wir sind ja oft im Landtag zusammen. Wir sehen uns ja im Landtag. Ihr Ministerpräsident, der dem Ganzen vorsteht, kümmert sich anscheinend wenig drum und sagt, das ist mit den Kreisverbänden hängt es zusammen. Aber jetzt geht es ja eigentlich weiter. Man weiß, über 300.000 Euro sind schon mal ans Tageslicht gekommen. Verhaftungen, Durchsuchungen im großen Stil. Macht er sich das nicht zur Chefsache? Ich denke, er will möglichst wenig damit zu tun haben. Wir haben ja die Situation, dass beispielsweise einer der Hauptdrahtzieher hier in Nordrhein-Westfalen für diese Schleusungen, ein Rechtsanwalt, der hat ja auch Spenden an CDU-Kreisverbände geleistet, zumindest an den CDU-Kreisverband, ich glaube, Rhein-Sieg, also dem Kreisverband von Innenminister Reul, drei Spenden über 9.990 Euro. Eine von ihm selbst und zwei über Firmen, in denen er Geschäftsführer war. Warum 9.990 Euro? Weil die Veröffentlichungspflicht natürlich erst ab 10.000 Euro gilt. Das ist hier in Nordrhein-Westfalen ein ziemlicher Sumpf. Hier sind Ausländerbehörden verwickelt, hier sind Landräte verwickelt, auch ein ehemaliger Landrat der CDU verwickelt. Und wir haben, glaube ich, wir sehen noch nicht, wie tief dieser Sumpf ist. Ich glaube, da sind wir erst am Anfang. Ja, Und wir also es zählt zu NRW und deshalb auch meine gezielte Frage zu Herrn Hendrik Wüst, denn er weiß das von sich und sagt, das ist jetzt Kreisverband und das sind Menschen, damit habe ich eigentlich nichts zu tun, es ist die CDU. Gleichwohl nimmt er für sich in Anspruch zu sagen, die AfD ist eine Nazi-Partei und die Menschen auch. Entlarvt er sich damit selbst? Ja, wissen Sie, das kann ich ja schon gar nicht mehr ernst nehmen, was Wüster von sich gibt. Das ist dermaßen geschichtsvergessen und in einer Art und Weise den Holocaust verharmlosend, dass es schon fast volksverhetzenden Charakter hat. Was Herr Wüst hier macht, ist ablenken, indem er die demokratische Opposition als Nazi-Partei bezeichnet, lenkt er ab von eigenem Versagen. Damit hat er bisher Erfolg gehabt, aber ich glaube, da es jetzt der Dürener Landrat ist und nicht ein Thüringer Landrat, aber ich glaube, er wird auf Dauer nicht damit durchkommen.
Der Sumpf in der CDU Nordrhein-Westfalen ist dermaßen tief, dass es mich nicht wundern würde, dass auch Hendrik Wüst früher oder später damit in Verbindung gebracht werden muss. Nun muss man ja auch sagen, sein Vorgänger, Armin Laschet, das Thema sein Sohn Van Laak, die Affäre, Maskenaffäre, sind die Dinge eigentlich jemals aufgeklärt worden oder sind Bemühungen an den Tag gelegt worden, das aufzuklären? Ist mir nicht bekannt, dass es solche ernsthaften Bemühungen gegeben hätte. Das ist irgendwann in der Versenkung verschwunden und keiner hat sich mehr darum gekümmert. Auch die Presse schreibt nicht mehr darüber. Es gibt keinen Investigativjournalisten, der sich mit dem Thema noch beschäftigt. Jedenfalls ist mir das nicht bekannt. Das geht so leise, still und heimlich dahin. Das wird mit der Schleuser-Affäre aber meines Erachtens nicht geschehen können. Dafür sind die Dimensionen zu groß. Nun gibt es ja auch einen Aspekt, der Innenminister Herbert Reul in Nordrhein-Westfalen hat ja vermeintlich auch Gelder genommen, ob nun wissentlich oder unwissentlich, aber das schützt vor Strafe nicht und vor Verantwortung. Er hat Gelder genommen und hat damit auch seinen Wahlkampf finanziert aus diesen Schleusergeldern. Ja, jetzt muss man erstmal bedenken oder zumindest vorsichtig sein mit der Bewertung, als diese Spenden geflossen sind, war ja offensichtlich noch nicht bekannt, dass es sich bei dem Spender um einen Schleuser im großen Stil handelt. Von daher kann ich Herrn Reul nicht unterstellen, er habe hier bewusst Spenden oder der Kreisverband von Herrn Reul habe bewusst Spenden angenommen von einem bekannten Schleuser. Das war sicherlich nicht der Fall, aber trotzdem ist es natürlich schon sehr bedenklich, dass ein CDU-Kreisverband, der drei Spenden in Höhe von 9.990 Euro bekommt, eine von einer natürlichen Person und zwei von juristischen Personen, bei denen diese natürliche Person Geschäftsführer ist, dass da bei dem Kreisverband nicht mal ein paar Alarmglocken klingeln und die sich die Frage stellen, warum der Mann das so in dieser Form macht. Das ist ja nichts anderes als eine gekonnte Spendenverschleierung. Denn in Wirklichkeit hat der Mann 27.000 Euro gespendet und hat das verschleiert, indem er die Spenden gestückelt hat. Und das ist ja gerade nicht der Sinn des Parteispendengesetzes. Und das ist hier auf elegante Art und Weise umgangen worden. Und der Kreisverband, in dem Herr Reul Mitglied ist, hat das so mitgetragen. Nun, es ist richtig, dass es am Anfang kann man ihm nicht unterstellen, dass er das wusste. Aber die Frage stelle ich jetzt noch mal anders. Wie wäre es denn, wenn der innenpolitische Sprecher Markus Wagner Geld bekommen hat für seinen Wahlkampf und im Nachhinein stellt sich heraus, diese Gelder kommen vermeintlich aus Korruption und Bestechungsgrößenordnung. Was glauben Sie, was die Presse mit Ihnen machen würde? Die würden mich teeren und federn. Und ich kann Ihnen noch was sagen. Ich habe im Landtagswahlkampf, hat mein Kreisverband eine Spende aus dem Ausland in Höhe von 50 Euro für meinen Wahlkampf erhalten. Und ich habe meinen Kreisverband angewiesen, die Spende zurückgehen zu lassen. So gehe ich damit um. Ein Aspekt, den es gilt, weiter zu verfolgen. Lassen Sie mich, Herr Wagner, noch einen persönlichen Satz zum Schluss einbringen. Liebe Zuschauer, Sie haben es erlebt, wie diese Woche oder wie in den vergangenen Tagen die Pressefreiheit beschnitten wurde. Kompakt, Markus Elsässer. Wir sind, und das muss ich deutlich sagen, wir sind mit Verlautbarungen und Texten, die sich nach unserer Meinung, in unserem Meinungsbereich, die schicken sich nicht, die wenden wir auch nicht an. Und wir pauschalisieren auch nicht. Aber, verehrte Zuschauer, diese Äußerungen decken sich mit der Presse- und Meinungsfreiheit. Das muss ich unterscheiden. Mir darf durchaus etwas nicht gefallen. Ich darf sagen, ich lehne es in dieser Form ab. Es deckt sich aber mit der Presse- und Meinungsfreiheit. Kompakt in Form von Markus Elsässer hat nie irgendwelche Verfahren oder Verurteilungen gehabt dahingehend. Und es ist ein einmaliger Vorgang, dass ein Verlag aufgrund einer Umgehung Vereinsrecht geschlossen wird, dass er vom Netz genommen wird, dass keine Printmedien mehr erscheinen und dass die Konten konfisziert werden. Das heißt also, es ist wichtiger denn je, dass es Medien gibt, unter anderem wie Hallo Meinung. Und ich bitte Sie einfach für die Zukunft, vielleicht diejenigen, die uns noch nicht kennen und unterstützen, das doch zu tun, uns zu verbreiten. Es ist notwendiger, das Fenster in einer anderen Form zu öffnen, als Sie das vom öffentlich-rechtlichen oder von der gängigen Presse hören. Denn es ist ein Anfang. Und dieser Anfang dieses Verbotes, dann müssen wir fragen, wen trifft es morgen? Trifft es morgen Tichy? Trifft es morgen Boris Reitschuster?
trifft es Dieter Stein, Junge Freiheit, trifft es Hallo Meinung, dem gilt es zu begegnen. Denn der Schritt, der hier getan wurde, das ist nicht nur ein Tippelschritt in eine autoritäre Gestaltung des Landes oder diktatorische Verhaltensweisen, sondern es ist ein Riesenschritt. Und das Bedauerliche und das Schreckliche daran, liebe Zuschauer und Herr Wagner, Sie können mir gerne widersprechen, ist, dass alle Politiker aller Couleur, außer der AfD, dieses Spiel mitmachen und sich nicht dagegen verwahren. Und das Heiligste, was wir haben, ist Artikel 5, es sind unsere Grundrechte der Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit. Und die sind in dieser Form von einer Frau, die dem linken Spektrum frönt, für die ist es kein Problem, für die Antifa zu schreiben, die gewaltbereit auf Menschen losgeht. Es ist kein Problem, hier das zu verbieten. Hier gilt es, Interessen durchzusetzen, die wirklich einem narzisstischen und einem Nazisystem, ich sage bewusst Nazisystem und dem Kommunismus gleichen, wie ein Ei dem anderen. Und dem gilt es zu begegnen. Also da kann ich Ihnen nicht nur nicht widersprechen, sondern ich muss Ihnen da vollkommen zustimmen. Was sich hier gerade abspielt, ist eine große Gefahr für die Demokratie. Es ist nicht etwa so, wie Frau Faeser es zu insinuieren versucht, dass sie die Demokratie schützen würde. Sie macht gerade das Gegenteil. Sie reißt die Fundamente der Demokratie ein. Und ich kann nur hoffen, dass unsere Justiz noch stark genug ist, um sich dem entgegenzustellen. Wenn nicht, ist das der Anfang vom Ende der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland. Herr Wagner, ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer. Wenn Sie, ich bitte Sie eindringlich, sich diese Worte durch den Kopf gehen zu lassen. Es ist keine Zeit mehr, den Mund zu halten, zu sagen, da kann man nichts sagen und mich wird es nicht betreffen. Morgen betrifft es uns alle. Ich bedanke mich. Ich danke Ihnen. Ich danke den Zuschauern fürs Zusehen. Tschüss, Herr Weber.